Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, genau, wir haben hier ein bisschen gegen die Habichte gefightet und eine Blume gepflückt. Und ja, ich wollte mal schauen, was wir hier noch so in der Umgebung zu erkunden haben. Rein theoretisch könnten wir natürlich hier runtergehen. Oder halt auch nach oben, weil wir könnten sonst auch tatsächlich zur Bootsstätte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber irgendwie habe ich doch eher tatsächlich Lust Richtung hier runter, dahin. Und die Bootsstätte könnten wir ja theoretisch als nächstes uns machen. Da habe ich tatsächlich eher Lust zu. Dann machen wir das nämlich. Und dann gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Langsam, langsam. Langsam, langsam. So 600 Meter ist doch ein bisschen weiter weg, wa? Doch ein bisschen weiter weg. Naja, das ist jetzt aber nicht schlimm. Das können wir laufen. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir alles hin. Ja, wir sind noch jung und agil. Ein Wildschwein. Hi. Oh, den habe ich ein bisschen übersehen in der Vorne. Ein Trampler. Die hatten wir noch gar nicht, ne? Dafür brauchen wir ein Herz. Schwäche ist Abriss. Okay. Und hier oben? Okay. Ich weiß nicht so ganz. Okay. Wir probieren es einfach mal, oder? Was haltet ihr davon? So, ab. Ich bin mir gerade nicht so sicher, Leute. Was ist denn... Das ist Schock. Ist das Eis so eine Schwäche? Ich komme ja raus. Geil. Alter, weiter, ey. Ja, läuft. Alter, der kriegt gar nicht tot. Guck mal, den kriegt man gar nicht tot. Habt ihr gesehen, wie wenig Damage ich bei dem gemacht habe? Alter. Alter, war weiter. Geht ja gar nicht, ey. So ein Riesenvieh. Alter, war weiter, ey. Ja, das ist so einer, den muss man wahrscheinlich von oben ständig angreifen. Kann ich mir gut vorstellen. Wo sind wir denn jetzt? Moment, das wollte ich nicht. Achso, wir sind jetzt hier. Okay. Ach genau, wir wollten ja hier hin. Wir können ja auch eine Schnellreise hier hin machen. Ach, wir laufen einfach mal weiter her. Ich laufe jetzt einfach mal dahin. Mal hier so ein bisschen Eile, Heile, Segen. 3 Tage Regen. Ein bisschen knabbern. Ups. Und sehr gut. La 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 la. Achso. Die habe ich jetzt nicht gescannt gehabt, ne? Die müsste. Hätte man die noch mal kurz angucken können. Ah ne, jetzt werden die ja auch weg. Beginnen die Jagdprüfung. Achso, ne. Eine Jagdprüfung wollen wir nicht beginnen. Achso, das ist die hier, ne? Nein, wir wollen ja hier hin. Ja. Dann laufen wir mal so langsam so rüber. Hier ist noch ein Wildschwein.
Ich sehe es wahrscheinlich mehr. Oh, das ist hier mal vorbei, aber... Wir laufen mal hier hoch. Das sind doch keine Panzerwanderer, oder doch? Da kommen sie. Panzerwanderer. Also mit denen haben wir uns auch noch nicht einmal auseinandergesetzt, ne? Ah! Die haben den Stürmer doch. Der hat gar keine Schwächen. Hier Feuerabriss, das hinten. Und die Hörnerabriss. Ne, das sind andere. Aber wir uns fehlen noch 5 Maschinen, die wir noch nicht getroffen haben. So, wie heißen die da hinten? Doch, Panzerwanderer. Huch. Panzerwanderer, das sind doch die Krebse hier, oder was? Ja. Keine. Stärke ist Schock. Ist alles an Schwäche und Abriss. Das ist sehr gut. So. Läuft, würde ich sagen. Nein. So, hier. Ich finde, weil ich glaube, die kann man gut damit kaputt machen. Gucken wir mal. Sind gerade ein paar zu viele Maschinen hier. Boah. Hat er mich allen jetzt das gekickt, die alte Sau? Wow. Leben! Wow. Was sind das Fallen? Was sind das so eine abgewechselte Kicker, ja? Wow. Oh, wir haben keine Tränke mehr, Leute. Ich bin gleich tot. Lauf! Oh, scheiße, die wandern. Oh Mann, ey. Wenn man nicht drauf achtet. Unglaublich. Naja, was soll's, Leute. Wir kriegen das schon hin. Ich guck gleich mal, dass man noch mal ein paar Tränke macht. Ich hab irgendwie das voll gar nicht auf dem Zettel. Dass wir gar nichts mehr hatten, ne? So, herstellen. Fallen und Tränke. Gar nichts mehr. Oh, warte mal. Das war auf jeden Fall hier. So. Ah, jetzt haben wir kein fettes Fleisch. Uns fehlt einfach fettes Fleisch. Man hat so einen Verschleiß vom fetten Fleisch. Das ist ja unglaublich. So. Das ist kein Nickel. Er säuft das Karnickel da drin, ne? Das ist aber ganz schön schnell, das Vieh. Na
Keine Ahnung, wo das hier ist. Oder habe ich es doch getroffen? Nee. So. Aber machen wir eine Reise dahin. Ist mir jetzt egal. Ich habe keine Lust zu sterben. Und das ist für euch auch jetzt nicht so interessant, wenn ich die ganze Zeit sterbe. Noch habe ich gute Laune. Deswegen, ich reiß lieber, bevor ich meine gute Laune wieder verliere, weil mich die Viecher einfach alle umbringen. Deswegen machen wir das direkt so. Komm her. So, wunderbar. Wir sind jetzt hier. Wir wollen aber hier hin. Also gehen wir genau in die falsche Richtung. Okay. Ist aber gar kein Problem. Jetzt sind Ohrwürmer. Mach ich mir selber Ohrwürmer. Hat auch was. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. In der Tat. Und jetzt hat mich das Vieh gleich gefangen. Alter. Das hab ich gar nicht gesehen, dass das Drecksvieh. Alter. Willst du dich richtig mit mir anlegen hier oder was? Mistvieh. Wer schießt denn auf mich? Oh! Wer ist denn da? Der wird mir ja gar nicht angezeigt, das Vieh. Ach, das unsichtbare Mistvieh. Nee. Nee, 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 nee. Auf das. Alter! Sonst lässt du mich auch in Ruhe. Was wollt ihr von mir? Mistviecher! Ja? Du darfst gerne laufen. Die haben es auf mich abgesehen, die Mistviecher. Mal gucken, wo ich hin will hier. Okay. Richtig, wir können jetzt hier die so langsam abklappern und dann so Richtung Langhals. Also so, so. Oder wir machen so, so, so und dann Langhals. Das ist doch eine gute Idee. Aber dann gehen wir wieder zurück. Oder wir machen den, den, den und dann Langhals. Das ist auch eine gute Idee. Dann machen wir das so. Alter, ey, fasst mich doch echt deine Füße, ihr Mistviecher. Ja, jetzt kommt auch ein grauer Habicht. Genau so sieht's aus. Ja. Ja. Bin voll eurer Meinung. Alter. Uns Luft holen. What the fuck ist denn hier los? Alter. Nein. Lauf. Ist doch nicht mehr normal. Oder. Alter. Ich glaube, ich bin noch in der vollkommen falschen Ecke, Leute. Das
Die sind so OP, die Viecher. Alter, ich glaube, ich gehe nicht weiter. Ah, nee, 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 ich glaube, das war's. Ey, wir machen eine Reise und gehen erstmal in die Sicherheit. Ey, das gibt's ja gar nicht. Das ist. Ich glaube, wir sind hier alle noch extrem OP. Nein, 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 nein. Komm. Wir gehen einfach mal wieder zurück. Guck mal, hier haben wir eigentlich noch komplett gar nicht. Hier haben wir noch eine Blume. Ich finde, das hört sich doch nach einer schönen Geschichte an. Nach einer ruhigen Geschichte. Ist das noch eine gute Sache? Das ist Jagen. Das daneben ist auch Jagen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Machen wir das so. Dann reisen wir da jetzt mal hin. Alter Falter, ey. Ist immer so schön, wenn man schon vorgreift, ne? Da war nichts drin. Aber ich habe ja noch gute Laune. Naja, dann gehen wir erstmal wieder zurück und gucken mal. Vielleicht arbeiten wir mal ein bisschen nach oben hin. Uns ein bisschen. Oder auch wirklich denn die Brutstätte wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber erstmal, ich glaube, das aber erst in der nächsten Folge. Ich habe irgendwie gerade Lust, jetzt ein bisschen abzugrasen, weil wir jetzt in der einen Folge da schon so gut Hauptquest gemacht haben. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen einsammeln. Abklappern, erforschen, erkundigen. Wenn denn da jetzt. Ja. Hi! Ach, wir sind direkt an der Grenze. Okay, so. Dann gehen wir erstmal hier hin. So. Hatten wir das nicht schon mal gemacht? Oder sind wir da. Die Viecher da oben sind auch ganz schön OP. Aber die lassen einen eigentlich in Ruhe. Also man ist bei denen nicht so auf dem Radar. Kann man den scannen? Nee, den kann man noch nicht scannen. Kann man den jetzt scannen? Ja, diesen ganz großen, den kann man nämlich, dieses, ja, ich werde auch Säbelzahn-Ding, aber ein groß. Ah, jetzt hat er mich entdeckt, Drecksau. Okay, ein Sturmvogel. Er ist auch Feuer. Und Eis, okay. Mich gesehen. So, jetzt hat er dich gesehen, Schatz. Keine Munition, was ist das denn für ein Scheiß? Da, geil. Okay, gar nicht gesehen, ja. Alter, die Leute, das läuft bei denen, würde ich sagen. In die falsche Richtung, aber es läuft. Oh, jetzt sind da auch noch Langbeine, ey. Ich glaub's nicht. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Hier hoch. So. Lässt er einen jetzt in Ruhe oder was? Ja, ich hab. Ah, doch, ich hab die ja gemacht. Okay. Puh, ich komm Alter. Raus. Ja, du bist ja schon. Die lassen dich schon in Ruhe. Oh, der hat mich wieder. Das, weil ich in seinem Gebiet bin, wahrscheinlich. Wow. Den brauche ich. Den brauche ich. Wow. Den hier. Oh, jetzt ist hier auch noch Schnappmäuler. Da würdest du mich verarschen. Du kriegst die Tür nicht zu, ey. Kraul, 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 kraul. Und sammeln. Und. Aber der Sturmvogel lässt dann jetzt in Ruhe. Moment. Ich muss schnell mich erstmal verstecken. Oh, Luft holen, Leute. Luft holen. So.
Wir machen jetzt aber hier. Falls der zu mir kommen will. Nein. Wieso sieht er mich? Du kannst mich gar nicht sehen! Ja, jetzt hüpfst du schon wieder auf mir rauf, ich weiß es doch. Lass mich doch einfach in Ruhe. Da kommt schon wieder einer. Ah, das gibt's doch nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Ich bin ein netter Mensch. Geh weg. Alter. Alter. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Da, Brücke, 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 Brücke. Oh, das ist doch noch. Oh. Kannst du mal jemand anderen ankotzen, nicht mich? Meine Fresse. Ah. Luft holen. Ah. Alter Falter, ey. Alter Falter, ey. Alter Verwalter, ey. Oh, da ist eine Quest. Cool. Ja, dann gehen wir doch mal da glatt hin. Ja. Alter Falter, ey. Ein kleines Geschenk von mir. Ja, dann meinst du, du kommst gegen die Schnappmäuler an, oder was? Bist du blöd? Das nehme ich mit. Also wirklich. Einfach nur dumm. Das müssen Osaram sein. Man kann es diesem Ort ansehen. Das ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne? Weiter oben. Okay. Ach gut, hier sind Stufen. Auf Duf. Und hier ist jemand. Okay. Petra will mit mir sprechen. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Ha! Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Na, unser willst... Problemlöser. Ihr wisst nicht, dass ich hinter das Riesenvieh da jage, oder? Was ist das hier, Petra? Ah. Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind. Dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz. Die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Mhm. Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie. Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar, es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen? Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus. Und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Hm,
Siehst du, ist auch nicht weit von uns. Dann würde ich doch das mal aktivieren. Nö. Oh. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Du bist also Schmiedin? Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede. Und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Du gingst also weg. Und wohin? Nach Meridian. Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Ich werde jetzt gehen. Du weißt, was ich brauche. Wenn du zuerst wieder ein bisschen in den Wald willst, da hinten stehen noch Bäume. So, ich beklaue jeden. So, okay. Dann haben wir eine Halde voll Ärger. Ich habe überlegt, den da. Hatte ich überlegen getutet. Tut. Und zwar, dass man den. Hatten wir nicht einen besseren Seilwerfer? Stolperfalle. Seilwerfer hier. Dass ich den. Den Geier runterziehe mit dem und dann drauf hau. Und natürlich ausweichen, weil der schießen kann er ja dennoch. Waffen. Genau. Dann können wir mal gucken, ob wir da. Ja, haben wir. Sehr schön. Abriss. Abriss. Das sind doch kleine Abriss. Und den hier noch. Guck mal, ob wir einen Händler haben mit einer Modifikationskiste. Das wäre schon cool. Viel zu tun? Weiter so. Irgendwie habe ich doch gerade einen Händler gesehen gehabt. Der ist eine Kiste auf jeden Fall. Also, dann habe ich den jetzt gar nicht eingedingst. Ne? Also, was ich das mal so mache. Dann haben wir auf jeden Fall. Achso. Dann müssen wir einen weiter. So, und dann würde ich erstmal den Stolperfall wieder rausnehmen und dafür den da reinlegen. Geil wäre natürlich Abriss noch irgendwie, ne? Nicht Abriss, was ist denn das andere hier? Das, wo null ist, dass man da noch was reinkriegt. Was war denn das?
Ich habe keine Ahnung, aber ist ja egal. Ja, das wäre natürlich am besten, aber gut. Ja, der ist ja nicht weit weg, ne? Der ist, achso, wir sind jetzt hinten. Wir müssen auf die andere Seite. Und der Händler ist hier. Man sagt, bei den Nora machen die Frauen den Männern die Heiratsanträge. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Indem die Frau sagt, bitte nicht heiraten! Und dann sagst du, der ist so... Okay, nehmen wir den hier. Aber da werden nur gewöhnliche Sachen drin sein, ne? Ganz viele Modifikationskisten. Toll. Da war das blaue Ball. Okay. Ich habe ja einige Modifikationen, aber du kannst nicht irgendwie in jede Modifikation, jede Waffe modifizieren, jede Modifikation reinknallen. Ah, guck mal, hier haben wir noch mehr Abriss. Nochmal 28%. Geil. Naja, gut, das andere ist 25, aber ist egal. Das hätte jetzt irgendwann mal jetzt 260 Abriss. Den ziehen wir runter. So. Ich will nochmal kurz gucken wegen. Nein. Tränken. Okay, geht gerade nichts. Okay. Theoretisch muss man wieder. Hat keinen anderen Ausgang, also okay, gut. Machen wir das so. Wir müssen um den Berg herum. Ich will gerade, ob ich das einmal ausprobiere oder nicht. Nee, wir machen jetzt immer die Quest hier. Kurz gucken. Lade. Okay, wir sind auf der ganz falschen Seite. Okay. Machen wir jetzt kompliziert, weil anders ist langweilig. So. So eine Art Treppe. Ist doch geil. So, 72. Müssen wir wahrscheinlich nicht weiter hoch hier. Ja. Funktioniert richtig gut. Mich gar nicht. So. Achso, warte mal. Hierher, holen wir sie uns. Hä? Was bist du denn für einer? Ach so, die Banditen. Nee, verstehe. Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Mal sehen, wo ihre Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Aufpassen! Ja, aufpassen. Sehe ich auch so. Wo seid ihr denn noch? Da hinten. Okay, da hinten bringt es mir nichts. Sie geben auf. Echt? Oh.
Ups, daneben. Niemanden entkommen lassen. Ups, daneben. Nicht gekommen. Ja, ja, ich weiß. Ist hier oben einer? Da oben sind solche Pisser. Alter Falter. Oh. Das hat wehgetan, wa? Ja, eine Energiezelle. Oh, cool. Das war eigentlich nicht gewollt, aber gut. Lauf, lauf, lauf. Bup, bup. Lauf, lauf, lauf. Bup. Boah. Der ist fällig. Wer? Ich? Das kann nicht sein. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich laufen soll, damit ich wieder hochkomme. Ah, hier so hoch. So. So. Das wird jetzt richtig wehtun. Meinst du? Bin ich nicht von überzeugt von, aber ist okay. Dir verpasse ich eine ordentliche Abreibung. Ja, dafür musst du erstmal da runterkommen. Ich fürchte wieder. Oh, Alter. Bleib endlich stehen. Mhm. Alter. Ups. Ups. Ich komme nur nicht an euch ran. Das ist das Problem aktuell für mich. Ja. Ja, ich auch. Alter! Ich bin ein Föhn! Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Da bin ich jetzt gar nicht mehr durchatmen. Ich komme halt da hoch nicht. Das ist das Problem aktuell. Ab. Wie gesagt, das Durchatmen bringt dir nur nichts, wenn du nicht weißt, wie du zu den anderen hochkommst. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich bin irgendwie hier in dieser Bredouille. Ehrlich gesagt. Mal nehmen wir hier hoch. Jeder Kampf ist. Entweder lernt man. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Nein, haben die nicht. Deswegen nerven die einen. Ich kann auch gerade keinen Trank herstellen, ne? Das nervt mich gerade. Einen kann ich herstellen. Sehr gut. Wenigstens einen. Kann ich wenigstens ein bisschen mehr leben? Dieser ganze Schrott. Wer weiß woher und wann er hier aufgehäuft wurde? Das ist die Frage, meine Liebe. Na, kannst du da nicht rauf? So, okay. Ich dachte, das geht. Ah, okay. So geht's. Okay, sind wir ganz oben, ja?
Wahrscheinlich sind wir jetzt zu weit oben. Wow. Wow. Tot. Scheiße. Ich bin leicht runtergefallen, Leute. Ganz leicht. Ich habe mir mein Bein gebrochen. Meine Lieben, ich würde so sagen, das machen wir das nächste Mal. Da war ich irgendwie ein bisschen sehr unkonzentriert. Aber ist ja kein Problem. Das ist eigentlich easy peasy. Dementsprechend, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wir hören und stören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin!